Mein Name ist Luzi Redler. Ich bin in der Linken aktiv. Ich kandidiere für die Linke zum Abgeordnetenhaus. Ich bin aber vor allem seit 2006 aktiv in der Solidarität mit euch. Das hat angefangen bei der Charité und bei der CFM. Da ging es um dieselben Fragen. Mehr Personal im Krankenhaus, TVÖD für alle. Ich habe das Bündnis Berliner und Berlinerinnen für mehr Personal im Krankenhaus mit aufgebaut. Und ich kann euch sagen, die Beschäftigten damals haben auch gesagt, wir haben einen langen Atem, aber wir haben keine Geduld mehr. Und ich teile eure Empörung. Ich teile eure Empörung darüber, dass ihr immer noch unterbesetzt seid. Ich teile eure Empörung über das Gerichtsurteil. Wie kann es denn angehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass in einem kommunalen Krankenhaus unter einem rot-rot-grünen Senat so etwas möglich ist, dass Kollegen zum einen 500 bis 900 Euro unterschiedlich verdienen und zum anderen, dass euch euer Streikrecht genommen wird. Und wir haben damals schon beim Charité-Streik den Slogan geprägt, nicht der Streik, sondern der Normalzustand gefährdet die Patientinnen und die Patienten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch damals bei der Charité war es ein Gerichtsurteil, was festgestellt hat, ich zitiere, die unternehmerische Freiheit endet dort, wo der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter, der Mitarbeiterinnen beginnt. Und auch das müssen wir hier durchsetzen. Es kann nicht angehen, dass Gerichtsurteile gefällt werden, die euch das Streikrecht nehmen. Hier soll ein Exempel statuiert werden. Wenn das durchkommt, dann hat das nicht nur für euch Konsequenzen, sondern für alle Krankenhausbeschäftigten bundesweit. Dann kann man nämlich nicht mehr so einfach streiken, wenn immer nur nach dem Willen, nach den Wünschen der Arbeitgeber hier Notdienstvereinbarungen festgelegt werden können. Das ist doch ein Witz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen wirksame Notdienstvereinbarungen. Und wir von der Linken werden alles in unserer Macht Stehende tun, den Druck maximal auf diesen Senat zu erhöhen. Es gab schon jetzt auch bis in die Spitze auch von Klaus Lederer Anrufe beim Bürgermeister, der gesagt hat, das muss sich ändern. Wir werden das aber auch, und das sage ich euch auch, das wird sich nicht vor allem durch Hinterzimmerverhandlungen ändern, sondern es wird sich ändern, indem wir eine machtvolle Bewegung aufbauen. Und wir sind bereit, an eurer Seite dafür zu kämpfen, dass diese Bewegung größer und mächtiger wird. Und es ist wichtig, dass wir mehr werden. Und es ist wichtig, dass wir euren Streik, eure Belange in die Gesellschaft tragen. Ein Sozialist vor 100 Jahren, Ferdinand Lassalle, hat mal gesagt, Rechtsfragen sind Machtfragen. Das heißt, Gerichte entscheiden auch unter politischen Gesichtspunkten. Und das ist das Wichtigste jetzt. Es ist gut, wenn wir Leute von der Linken, von der SPD, von den Grünen im Senat anrufen und Druck machen. Das Wichtigste ist aber, diesen Streik, und auch wenn ihr in den Erzwingungsstreik geht, mit voller Wucht zu führen und die gesellschaftliche Solidarität auszubauen, sodass sich kein Gericht mehr traut, euch das Streikrecht zu nehmen. Lasst uns eine starke Bewegung aufbauen und auch solidarisch mit anderen sein, denen momentan auch das Streikrecht genommen wird. Den Kolleginnen und Kollegen bei der Bahn, beim GDL-Streik, die auch dagegen kämpfen, dass durch die Einführung des Tarifeinheitsgesetzes, dass sie immer weniger die Möglichkeit haben, wirksam Tarifverhandlungen zu führen und Streiks zu führen. Lasst uns alle zusammenstehen. In Frankreich sagen die Beschäftigten bei ihren Generalstreiks, tous ensemble, alle zusammen. Und ich denke, das ist wichtig. Beschäftigte der Tochterunternehmen an der Seite von Beschäftigten in der Pflege, aber auch an der Seite von anderen Beschäftigten in anderen Bereichen. Wir wollen in Solidarität mit euch eine Kundgebung organisieren am 7.9. gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen. Wir geben gleich nochmal Flyer rum und wir laden ein, euch, aber auch die Beschäftigten der Bahn, und wir wollen unser Möglichstes tun, den Druck zu erhöhen, euren Kampf bekannt zu machen und gemeinsam mit euch dafür zu kämpfen. Und ich sage auch, dass das für uns wichtiger ist als einige Wahlkampftermine, weil wir nämlich wissen, und dann lassen wir auch gerne Wahlkampftermine ausfallen, wir wissen, dass sich wirkliche Änderungen nämlich durch Druck auf der Straße, durch Druck in Betrieben entgeben, und deshalb ist unser Kampf für euch wichtig. Deshalb ist unser Kampf für uns auch wie euer Kampf für uns wichtig. Und ich sage das auch aus persönlicher Betroffenheit. Ich habe meine Tochter vor 3 Jahren
in einem Vivantes-Klinikum in Bunden. Und als Sophie vorhin als Hebamme gesprochen hat über die Situation in den Kreißsälen, da habe ich Gänsehaut bekommen, weil ich mich daran erinnern kann, was für ein wichtiger Moment das in meinem Leben war. Und deshalb sage ich, wir sind alle potenzielle Patientinnen und Patienten, wir sind alle betroffen. Und deshalb geht euer Streik auch uns, jeden Einzelnen von uns etwas an. Wir wünschen euch viel Erfolg. Bitte kommt auf uns zu, wenn ihr Ideen habt, wie wir euch ganz konkret weiter unterstützen können. Und wir sind auch die nächsten Tage hier dabei. Herzlichen Dank.